So, dann wollen wir mal die Gedankengänge neu angehen. Also wir haben jetzt ja ein neues Prinzip, wie wir dieses Rätsel lösen wollen. Das heißt aber, dass ich das Prinzip ganz neu lernen muss. Mal gucken, wie es funktioniert. Also, wir treten auf eine Platte und um uns herum werden alle Platten einmal getauscht. Also wenn sie deaktiviert sind, werden sie aktiviert und andersrum. Das heißt, ich kann jetzt nur auf die Platte da treten, weil dann wird da und da frei und sonst bin ich eingeschlossen von Teleportern. Wenn ich jetzt da oder da hintreten würde, würden die entsprechend Teleporter werden. Ich würde in der Ecke festsitzen. Also, so. 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 So, so. Bisher habe ich keine Wahlmöglichkeit gehabt. Bis hierher war der einzige Weg, den man wirklich gehen konnte. Wenn ich dahin gehe, gehen die beiden Teleporter weg. Wenn ich dahin gehe, geht der weg. Wenn ich dahin gehe, geht der weg. Wir müssen erstmal zu dem da. Das heißt, wir gehen jetzt da lang, da lang, da lang, da lang. Ja, der ein oder andere wird dieses Muster kennen. Das ist nämlich das Muster, das wir gegangen sind, um früher dahin zu kommen. Aber ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Ah, so. Genau. Das war jetzt das 7, Knopf drücken, 4, 5. So, überall sind die Teleporter weg. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist... dahin gehen. Denn wenn ich dahin gehe, geht um uns herum Teleporter auf. Wenn ich dahin gehe, geht auch um uns herum Teleporter auf. Also kann ich nur hier lang. Kann nur hier lang. Kann nur hier lang. Jetzt könnte ich wieder hierhin, um den zu deaktivieren, oder dahin, um den zu deaktivieren. Denken wir ein bisschen weiter. Also wir gehen jetzt auf die linke Platte. Dann wird der hier, auf der wir stehen, aktiviert. Die wird deaktiviert. Dann können wir dahin gehen. Sobald wir auf die Platte treten, werden der, der und der deaktiviert. Ich würde gerne wissen, ob der da hinten aktiv ist. Das kann ich in dem ganzen blauen Gewusel jetzt nicht sehen. Weil sonst könnten wir auf den treten. Dann würde der deaktiviert werden. Dann treten wir auf den, wird der deaktiviert und wir können rausgehen. Wenn der allerdings deaktiviert ist, sobald wir darauf treten, wird der aktiv und wir kommen nicht weiter. Da hinten scheinen blaue Fisselchen aufzusteigen. Da eher nicht. Ah, ist echt schwer zu sehen. Okay, wir gehen davon aus, der hier ist deaktiviert. Das heißt, wir müssen ihn einmal aktivieren. Weil wenn wir sonst auf eine Platte treten, die vor ihm ist, wird er aktiv und wir kommen nicht weiter. Dann müssen wir eh alles zweimal machen. So, jetzt ist er aktiv. Ha! Okay, sobald man das weiß, ist das Rätsel echt gar nicht so schwer. Also es ist immer noch ein ganz schönes Rumgewusel, aber danke für den Tipp. Hat mir und dementsprechend auch euch eine Menge Zeit erspart. So, abspeichern. Nein, nehmen wir 9. LP027. Hier kam wieder das Rätsel. Ja, stimmt. Letztes Mal sind wir einfach hier runtergesprungen und kamen in einen ganz neuen Bereich. Und es sind ja echt nur 4 Druckplatten eigentlich. Gehen wir das Ganze ein bisschen ruhiger an. Ich neige ja dazu, ein wenig hektisch zu werden. Und unorganisiert. Also wenn wir auf die Platte hier treten, geht die da auf. Das ist auch das Einzige, was die Platte macht. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist keine von den Platten auslösbar mit einem Gegenstand. Nee, schade. Hier war ein Schalter, aber der war nur für die Wand da.
springen wäre jetzt echt toll. Dann würde ich hier rüber gehen, darüber springen. Dann würde das zugehen. Dann würde ich hier gehen, das würde zugehen. Und würde dahin gehen, das würde zugehen. Und wir wären fertig. Aber wir können nicht springen. Gibt es ein Äquivalent zum Springen? Kann man irgendwo von oben runterfallen? Nein. Ah. Bringt es was, wenn wir hier was durchlegen? Wir haben doch bestimmt noch irgendwo unseren tollen Stein. Ja, da ist unser super Stein. Nee, bringt nichts. Hm. Hier ist auch nichts. Ein Telekinese-Zauber wird toll. Also ja, wir könnten uns jetzt hinsetzen und stundenlang rumrätseln, welche Zaubersprüche wir jetzt noch benutzen können. Wir haben Level 7 und Level 13er Feuerspell, aber das hört sich nicht wie Telekinese an. Und irgendwie bezweifle ich auch, dass es so ein Spiel in-game gibt, weil er wäre ja doch, wäre praktisch für genau solche Rätsel. Aber sie dürfen nicht davon ausgehen, dass man Magier in der Gruppe hat. Das Spiel muss auch schaffbar sein mit einer reinen Kriegergruppe. Also wird es kein Telekinese geben. Und was hat er noch für Zauber, die er nicht kann? Er hat einen Level 11 Spruch, den wir noch nicht gesprochen haben. Und das war's. Er hat noch die beiden Spellcraft Spells Level 5, die wir noch nicht ausprobiert haben. Aber wie gesagt, die Designer müssen davon ausgehen, wir haben keine Magier der Gruppe. So. Ich gehe nach links, das geht zu. Ich gehe nach rechts, das geht zu. Ich gehe nach da. So. Jetzt wäre ich gerne auf der Platte. Irgendwas Offensichtliches übersehe ich. Zwangsweise. Rückwärts rausgehen bringt nichts, denn die eine Platte macht ja das da auf. Das muss der Knackpunkt sein. Also allein mit den drei Dingen hier werden wir nicht weiterkommen. Wir müssen jedes Mal auf diese Platte hier treten, damit die hier wieder zugeht. Nachdem wir draußen waren, weil die Druckplatte ja das hier aufmacht. Den da fassen wir nicht an. Oh, wir können einfach einen Schritt nach vorne machen. Nee, das Deaktivieren einer Platte bewirkt gar nichts. Nur das Aktivieren einer Platte. Stimmt doch, oder? Ja, bleibt immer noch deaktiviert. Das geht auch nicht. Und hier ist wirklich nichts, was man irgendwie drücken kann. Die Fackel war da, ja. Aber die hat nichts geändert. Außer, dass sie in unserer Hand irgendwie in einem andersartigen Licht scheint. Aber das hilft nicht wirklich. Nirgendwo. Nee, wenn sie die Knöpfe auch recht leicht zu erkennen. Wie da drüben oder dieser viereckige Knopf. Die Platte müssen wir da aktivieren. Kann vielleicht wieder von der anderen Seite was durchlegen? Nö. Und auf das Feld kann ich nichts legen. Also der Subkomplex hier heißt Gedankengänge. Hilft uns das irgendwie weiter? Nicht, dass ich wüsste. Hier war das Secret mit dem Helm. Sonst nichts. Ist unterwegs noch irgendwas? Leere Fackeln, ja, aber wir schon recht lange bei den Rätseln hocken. Die Tür zu wird auch nichts Großartiges verändern. Was ist mit dem Gitter da? Ist nichts zu sehen. Nö, sorry, fällt mir echt nichts ein. Und das ist auch das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ne? Schauen wir mal auf die Karte. Da geht's zurück zu unserem Viererkomplex. Wir waren bei den
Bestien, meinen Untoten, ja, meine getimten Rätsel und haben von allen drei Seiten die Schriftrollen eingesammelt. Jetzt müssen wir echt nur noch in diesen kleinen scheiß Raum, wenn überhaupt ein Raum ist, und da die vierte Schriftrolle finden. Dann können wir hoffentlich da runterspringen, kommen dann da raus und bekommen, was auch immer da ist. Da kamen wir nicht weiter, weil einfach nur ein Eisengitter im Weg war. Mir fällt noch was ein, wo wir weiter könnten. Aber wir können zu den Schleim gehen. Wir haben ja immer noch die eine Notiz von ihm hier mit den Schleim. Und ich glaube, das ist ein Rätsel, das wir schon gelöst haben. Denn wir waren ja schon unten bei den Schleim. Aber trotzdem, die Rätsel können nicht so konzipiert sein, dass man über mehrere Gebiete ein Rätsel lösen muss. Jedenfalls haben wir bisher noch kein einziges davon gefunden. Das heißt, wir müssen echt irgendwie durch Stufus rumprobieren, all den Schlüssel herankommen. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe, das ist mir ziemlich egal. Ich habe den Schlüssel. Mann. Okay, egal. Ihr könnt mir ja bitte mal schreiben, was ich da jetzt genau gemacht habe. Weil ich habe doch eigentlich nichts anderes gemacht als die ganze Zeit vorher. Ich bin einfach nur hin und her gegangen. So ein wirkliches Muster habe ich da nicht erkennen können. Du solltest mal wieder deinen Dolch in die Hand nehmen. Ja, meine Mausgeschwindigkeit lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Also nicht die eingestellte Mausgeschwindigkeit, sondern meine Reflexe. Die haben öfters noch Phasen, wo sie eigentlich hätten zuschlagen können, aber ich keine Zeit habe, gerade drauf zu klicken. Das ist nicht gut. So, wir haben wieder einen Knopf gedrückt und wissen nicht, was er macht. Da hat was gechunkt. Ich warte mal kurz. 4 Sekunden. Also ungefähr 4 Sekunden, dann macht es wieder einen Tong, als wenn irgendwas zufallen würde. Schon wieder. Gucken wir mal hier. Ah. Ja, toll. Die beiden Dinger sind zugegangen. Was hilft uns das? Da wird wohl die. Ah, da ist ein Schalter, glaube ich. Gut. Gucken wir auf die letzte Spruchrolle. Das ist nicht die letzte Spruchrolle. Ich habe sie doch gerade eben gegeben, oder? Die Spruchrolle hatten wir schon. Immer noch träumt. Niemals vergessen. Durch seinen Ruf. Das ist die letzte Rolle. Und die vierte, die wir irgendwo haben liegen lassen, ich glaube in den Katakomben, war endlose Tiefen. Also, durch seinen Ruf, niemals vergessen, immer noch träumend, in den tiefsten Tiefen. Okay, vielleicht redet er ja von dem, also wer auch immer die Notizen geschrieben hat, vielleicht redet der ja von dem Wesen, das mit uns träumt. Aber gut, erstmal wollen wir den Knopf drücken und dabei hoffentlich nicht runterfallen. Ha. So. Jetzt. Oh nö. Das ist immer noch ein Zeiträtsel, ja? Na gut, also wieder zurück. So, jetzt speichere ich mal ab. Und wir machen kurz einen Cut. In der nächsten Folge versuche ich das richtig zu timen, dass wir da runterspringen können, ohne dass der Teleporter uns wieder wegteleportiert. Und dann gucken wir mal, ob wir unseren Stahlplattenpanzer bekommen, der da unten liegt. Obwohl, ich glaube, das war in einem anderen Bereich. Naja, so oder so. Mal gucken, was da unten ist. Bis gleich.